So, meine Lieben, heute gibt es ein Video zu dem Thema TRT wieder, und zwar: Wann braucht ein Mann eine TRT? So, diese Frage höre ich sehr oft im Coaching. Markus, ist es denn nicht jetzt schon Zeit für eine TRT? Jetzt bin ich doch schon 50. Naja, an das Alter kann man es grundsätzlich pauschal nicht festmachen. Man kann also nicht sagen, zweite Hälfte des Lebens, jetzt brauche ich Testosteron, weil das ist jetzt zu wenig. Kann man so nicht sagen. Man kann aber auch nicht sagen, dass ein 20-Jähriger, nur weil er 20 Jahre alt ist, definitiv die besten Spiegel seines Lebens hat. Kann man leider pauschal auch nicht sagen. Kommt immer öfters vor, dass jüngere Männer bereits schon massive Probleme mit ihrem Testosteronspiegel haben. Also sprich wirklich im unteren Referenzbereich liegen oder im unteren Normbereich oder teilweise sogar drunter unterm Normbereich liegen. So, welche Bereiche denn, sind denn eigentlich wirklich so die Norm? Ja, das kann jeder bei Google nachschauen. Der ist mal so der Wert, der ist mal anders der Wert, der ist auch mal vielleicht zum falschen Zeitpunkt gemessen. Das habe ich in anderen Videos schon mal erklärt. Deshalb will ich heute in dem Video gar nicht auf feste Zahlen eingehen, sondern vielmehr erklären, dass es den festen Zeitpunkt eigentlich auch nicht gibt und warum es diesen festen Zeitpunkt nicht gibt für eine TRT. Wenn man sich also in einem bestimmten Bereich als Mann nicht ganz so männlich nach der Werbung fühlt, also man kann nicht fünfmal am Tag mit seiner Frau Sex haben, man kann das nicht permanent machen, weil ist man halt nicht mehr 20 im Kopf, dann hat das damit eigentlich relativ wenig zu tun, sondern hat es sehr viel auch mit einer Überstressung zu tun. Oftmals auch mit Medikamenten im Hintergrund, weil Blutdrucksenker am Werken sind, weil Antidepressiva schon im Werken sind oder weil einfach der Körper so ausgestresst ist über die letzten Jahre, also überstresst und ausgezehrt ist, dass auch die Neurotransmitter entsprechend ja nicht mehr in der Position sind, um sozusagen die Appetenz dazu zur Verfügung zu stellen. Also Appetenz heißt eigentlich, normal ist der sexuelle Trieb normalerweise beim gesunden Menschen für die Fortpflanzung gedacht, also außerhalb vom Stressfenster, außerhalb vom Kriegsmodus, wobei auch hier andere Denkmuster wie Gewalt etc. natürlich auch teilweise dazu führen, sexuelle Reize zu stimulieren, je nachdem, an was es gekoppelt ist. Also das spielt natürlich auch einen Faktor, woraus die sexuelle Tätigkeit denn eigentlich generiert werden soll. Lust, Liebe, ja, gute Laune, Glücksgefühle, oder eben aus Gewalt heraus. Das ist tatsächlich so ein Denkmuster, das man auch bei Kriegsszenarien kennt, bei Thema Vergewaltigungen, die dann tatsächlich da eingesetzt werden, und wobei das dann einfach wirklich nur aus der Gewalt, aus dem Gefühl, mächtiger zu sein oder jemanden zu unterdrücken kommt. Also hier gibt es auch verschiedene Reize, die gesetzt werden können aus verschiedenen Denkmodellen.